Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Fire and Ice. Ich kenne das Spiel nicht, hab's noch nie gezockt und lerne es sozusagen mit euch zum ersten Mal hier live kennen. Ja, mal schauen, was es da so ist. Ich weiß nur, dass es wohl ein Puzzle-Game ist. Mal schauen, ob ich da richtig informiert bin. Fire Nice, Push Start. Gut, machen wir das. Okay, die Großmutter erzählt uns was. Sehr gut. Hübsch gepixelt. Nett, nett, nett. Ja, fangen wir mal an. Wow, das ist ja zuckerbunte Bitchy-Grafik. Aha, ich kann mir deswegen ein Level aussuchen. Schaut denn. Das schaut doch ganz okay aus. Ja, geht schon. Okay, was muss ich jetzt machen? Aha, ich muss das Eis. Mit dem Eis das Feuer löschen. Okay. Aha, und ich kann auch Eis machen. Okay. Und kann ich Eis löschen auch wieder? Ah ja, kann ich auch. Gut, kann ich da runterspringen? Aha, ja. Eisblock. Kann ich hüpfen? Nein. Okay, ich check's noch nicht ganz. Löschen. Ah, okay. Jetzt check ich's. Oder? Das gelöscht. Okay. Aber wie komme ich da jetzt? Na, möchte das gerne. Okay. Wie kann ich das da löschen? Boah. Hä? Bin mir jetzt nicht sicher, wie ich das gemacht habe. Aha, okay. Wieso kann ich da jetzt nichts bauen oben? Start ist, try again. Okay. Ich hätte da irgendwie noch einen Eisblock gebraucht, der von oben runterfällt, damit ich das da aufschieben kann. Ich verstehe die Mechanik noch nicht ganz, leider. Mal schauen. Gibt's da, ja, es gibt natürlich keine Einführung, es ist ein NES-Game, ist klar. Welt 2, 1. Ja. Vielleicht ist das allererste. Ich schieb das auf. Okay. Hüpf da runter. Sterbt aber nicht. Macht das. Aha. Okay, die Eisblöcke unterliegen der Gravitation. Das ist durchaus eine Info, die mir gefehlt hat. Und okay. Alles klar. Habe ich verstanden. Nächstes Level 2. Ich sehe schon, das könnte mir gefallen, dieses Spiel. Und da muss ich dann wieder auslöschen, 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 auslöschen. So geht es. Okay, Nummer 3. Zack, zack. Ja, ist super nice, das Spiel. Okay, den muss ich runterstoßen irgendwie. Damit ich das Eis dann da runterstoße. Genau. Wunderbar. Ja, ist ein nettes Puzzle-Game, ja. Ich bin schon mal begeistert. Wenn ich das jetzt da drüber mache. Und dann mache ich das da. Dann fliegt das runter und das auf mich drauf und... Ah ja! Volle Kettenreaktion. Von der Grafik her finde ich es eigentlich auch ziemlich nett gemacht. So muss ich das machen. Na, komm schon. Wie heißt denn der? Ja, der Name Fire and Ice ist ja mega gut passend.
Nein, okay, ich habe es jetzt verkackt, glaube ich, oder? Oder ich mache das einfach hier zu mit Eis. Kann ich auch machen. Dann kann ich darauf, kann hier das Eis wegmachen und das Feuer löschen. Super. Könnte mir vorstellen, dass das Spiel meiner Freundin gefallen würde, muss ich ihr mal zeigen. Die mag solche Denkspiele normal immer ganz gern. So, da. Aber momentan zockt sie ja eigentlich nur Tetris. Also das Tetris auf der Switch, das neue, taugt ihr total und mir auch. Genau. Und wie komme ich da jetzt hin? Ah, das ist da links. Da links ist es festgefroren. Und wenn ich das da löse. Genau. Cool. Okay. 5. Ich muss jetzt mal das Feuer löschen. Das geht natürlich nicht. Ah ja, ich weiß schon. Ja. Und dann machen wir das hier. Hä? Ah, so vielleicht. So. Und darauf. Und dann hier. Und dann da hier fallen lassen. Okay. Und jetzt weiter. Da. Da. Wieder fallen lassen. Was heißt er dann da an? Ah, Moment mal. Wenn ich das hier so. Nein. Ich müsste es noch einmal höher machen. Geht nicht. Aber ich kann es nicht höher machen. Da ist links und rechts fest. Wenn ich das da weg mache, das da weg mache. Ich stehe ein bisschen am Schlauch gerade. Und das. Na. Und da, das hier so mach. Was bringt mir das? Wenn ich da rein, da rufe ich rein und springe in den Tod. Das bringt mir gar nichts. Ich kann das da komplett zueisen. Bringt mir auch nichts. Und ich muss. Ich glaube, ich musste das höher machen. Ich muss noch mal neu versuchen. Vielleicht geht's dann. Sehe ich jetzt da auch gerade jetzt nicht, aber. So, wenn ich da jetzt, kann ich da jetzt noch einen Eisblock reinschieben. So. Ja, das geht. Das ist gut. Glaube ich. So. So, da. Wie mache ich das jetzt? Es ist da links angefroren. Ah nein, ich weiß. Ah nein, 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 so nicht. Genau. Und jetzt das wieder hingeben. Na, das wollte ich nicht. So, das da reinfallen lassen. Und jetzt müsste ich das doch. Darüber, darüber. Na, so, dahin. Ich kann nur nach unten. Okay. Wie kriege ich das links jetzt weg?
Sobald ein Eisblock ist, gar nicht mehr. Ich bräuchte zwei Eisblöcke, damit ich das da auslöschen kann. Bräuchte das so. Und dann das so. Ja, und dann muss ich das da wegnehmen. Genau. Okay. Und dann gehe ich da runter. Na. Mist, wie kriege ich den Block da jetzt weg? So. Und tschüss. Gehen das gleiche noch. Ah, jetzt kann ich nicht mehr rauf. Nein. Okay. Das muss ich nochmal von vorne machen. Eieiei, mal kurz schauen auf die Uhr. Wie lange zocke ich denn das Game schon? Fire and Ice am NES. Ja, ich bin schon wieder über 10 Minuten drüber, eh klar. Ist ein gutes Game, Leute. Fire and Ice. Könnt ihr euch mal reinziehen. Ich chill hier noch ein bisschen am Lagerfeuer und verabschiede mich gleich mal. Absolute Zockempfehlung von mir. Fire and Ice, wenn ihr solche Knobelspäße mögt. Ich möchte mich jetzt nicht blamieren mit Denkfehlern. Deswegen höre ich schon nach 10 Minuten auf. Aber es ist ein gutes Spiel. Könnte ich mir gut vorstellen für die Switch. Um das mal dort zu zocken. Vielleicht kommt es ja mal. Wäre cool. Würde mich aber wundern. Ich glaube, es ist unberechtigterweise nicht so bekannt. Hübsch gepixelt. Nettes Spielprinzip. Guter Sound. Was will man mehr? 10 von 10 Punkten würde ich gleich mal sagen. Aber ich vergebe keine Punkte. Nein, nein, sowas mache ich nicht. Gut, danke fürs Zuschauen. Unten abonnieren. Könnt ihr schauen, was ich schon gezockt habe. Und ansonsten Daumen hoch, freut mich auch immer, und Kommentare natürlich. Kommentare, Leute, das ist immer das Allerbeste, da freue ich mich am meisten drüber. Ciao, Leute.